Also, das wird jetzt mein letztes Turnier sein als normaler Hetero-Mann. Ich will gerne mein Coming-out machen. Und ich freue mich darauf, dass ich in Zukunft kein Doppelleben mehr führen muss. Dass ich kann, normal leben kann und Vollgas Game Basketball spielen. Also für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Marco Lehmann. Ich komme aus Kloten. Das ist eine kleinere Stadt außerhalb von Zürich in der Schweiz. Und ja, ich habe mit 5 Jahren angefangen Basketball zu spielen. Ich komme aus einer Basketballfamilie. Meine Mutter hat gespielt, mein Vater hat gespielt. Und ich habe dann so meinen Weg gefunden irgendwann und habe mir immer gewünscht, das jetzt professionell zu machen. Und ich war eigentlich in der Schweiz immer top dabei gewesen und habe dann irgendwann so mit 15, 16 findet man heraus, dass man ein bisschen anders ist als die anderen Mitspieler. Irgendwie, wenn die Gespräche kommen über Frauen, ja, dann merkt man so, irgendwie, das Bedürfnis ist gar nicht da. Und irgendwann findet man dann so ein bisschen heraus, oh, ich finde mein eigenes Geschlecht viel interessanter als eigentlich die anderen Jungs halt, ja, auf Frauen stehen. Und ich habe mich mit dem aber lange nie auseinandergesetzt. Das heisst, eigentlich, bis ich 20 war, habe ich das sehr können, sag jetzt, zurückbehalten und habe mich nicht gross damit auseinandergesetzt. Und darum bin ich sehr weit gekommen im Basketball in dieser Zeit, wo eben andere Leute hören sehr früh auf. Mit 15, 16. Die meisten schwulen Basketballer hören auf zu spielen, weil sie merken, oh, ich bin da in einer Männergruppe, die Dynamik, das ist sehr schwierig für mich und dann hört man auf. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die ein Doppelleben führen, so wie ich das jetzt die letzten paar Jahre geführt habe. Und könnte es sein Bestes geben, auch im Sport, aber nur im Sport kann man sein Bestes geben, wenn man sich selber ist. Ja, also ich habe sehr viele homophobe Sachen erlebt in meiner Sportkarriere bis jetzt. Es ist nicht immer einfach, so Sachen wegzustecken. Es ist extrem schwierig, so Sachen zu verarbeiten. Es braucht sehr viel Zeit danach. Teamsport ist ein Metier, wo eigentlich immer noch keine schwulen Männer, vor allem im Spitzensport, vorhanden sind. Und es ist einfach hart und ich finde, es ist nicht nötig. Also jetzt bin ich extrem nervös, weil ich eigentlich das erste Mal in dieser Sportwelt offen über meine Gefühle rede, wie es mir jetzt gegangen ist und ja, was mit mir eigentlich los war die letzten Jahre. Und darum bin ich wirklich im Moment sehr nervös. Ja. Also ich liebe 3x3 Basketball. Ich habe mich vor ein paar Jahren dafür entschieden, dass 3x3 bei mir Priorität hat und nicht mehr 5x5. Wir haben Chance auf die Olympischen Spiele und wir haben weiterhin Chance auf die Olympischen Spiele. Darum für mich ist das immer noch der grösste Traum, den ich habe. Und ich will alles daran geben, dass das klappt. Ja, also für mich ist das in Lausanne sehr komisch zu spielen, wenn wir zum Beispiel das Weltnummer 1 geschlagen haben, Liman, und alle sind emotional wirklich aus sich rausgekommen und freuen sich extrem und können ihren Partner umarmen oder sogar küssen. Und mein Freund war auch da und ich habe keine Ahnung, wie er dann reagieren. Oder? Es ist so, kann ich ihn umarmen, kann ich ihn nicht umarmen? Am Schluss war es irgendwie einfach so ein Check. Und dann sage ich, es kann es einfach nicht sein, oder? Dass ich mich nicht getraue, irgendwie nicht einmal ihn umarmen kann. Einfach ja, so eine komische Aktion machen. Letzten Dezember, nach der letzten Saison, habe ich einen total mentalen Zusammenbruch erlitten. Also ich habe sehr, sehr viel Basketball gespielt, 5x5, 3x3 gemischt, über 3 Jahre lang. Ich habe in 20 Ländern, verschiedenen Ländern gespielt. Ich habe eigentlich alles erreicht, was ich wollte. Ich habe auf der ganzen Welt gespielt, in Los Angeles, überall, aber ich war nicht happy gewesen. Jedes Wochenende musste ich mich wieder verstellen. Jedes Training musste ich mich verstellen. Immer eine zweite Persönlichkeit reinnehmen. Und es ist dann einfach, ja, ich hatte einen Zusammenbruch gehabt. Ich habe lange keinen Basketball mehr angelangt, über Monate lang. Und ich habe dann gewusst, okay, entweder ich höre auf Basketball spielen und gehe in eine andere Richtung, oder ich mache es und sage, wer ich bin. Und dann kann ich wieder Vollgas Basketball spielen. Ich fühle mich jetzt viel besser, ja. Also meine Beine zittern nicht mehr und irgendwie ist es jetzt ja, das erste Mal, dass ich es gegen außen kommunizieren kann. Ein professioneller Sportler kann wirklich nur sein Bestes abrufen, wenn er sich selber ist. Und ich freue mich darauf, dass ich jetzt in Zukunft hoffentlich mein bestes Basketball spielen kann, das ich nie gespielt habe, weil ich jetzt endlich ich kann.